Das ist unser Hobby. Andere fahren in Urlaub und wir haben halt das. Wir haben keinen Urlaub nicht, wenn wir nicht weg können. So, haben wir es wieder oben jetzt, oder? Es ist halt auch schön und es freut auch die Leute, die vorbeifahren. Manche freuen sich halt einfach, wenn man Blumen sieht. Der Hof von Resi und Franz Eisner liegt direkt an der Staatsstraße 2080 in Groß-Karolinenfeld. Mitte Mai, wenn die Eisheiligen vorbei sind, kommen die Geranien und Petunien auf den Balkon. Meist bleiben sie bis Allerheiligen. Ich habe das Wasser herum, über eine große Wanne. Und da fahre ich dann mit der Gießkanne durch. Also manche haben ja auch eine elektrische, aber ich mag das nicht, weil ich möchte einfach nur einen Bezug haben zu den Blumen. Und wenn ich dann einfach jeden Tag raufkomme und muss gießen, dann gebe ich halt einfach auch die Liebe weiter. Weil es gehört eine Liebe dazu. Man muss das auch gern machen, weil wenn es eine Last ist, dann. Dann wachsen sie da nicht so und blühen nicht so. Den Bauerngarten hat Resi Eisner von der Schwiegermutter übernommen. Damals gab es noch keine Blumen, nur Gemüse und Küchenkräuter. Resi wollte das Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Sie öffnete ihren Garten zu allen vier Himmelsrichtungen. Vorbild war ihr dabei der Klostergarten der Benediktinerinnen. Am besten hat mir halt der Frau Kimse gefallen. Das war so ein richtiger alter Klostergarten mit Buchs und Brunnen in der Mitte und ein schöner Zaun, also ein Kalenderzaun. Das hat mir halt einfach imponiert. Und dann habe ich mir gedacht, so hat mir eigentlich gefallen. Wenn wir schon was neu machen und umgestalten, dann machen wir es so. Von der Grundstruktur ist mir das jetzt eigentlich wichtig, dass die Einteilung besser stimmt oder besser funktioniert. Erstens einmal ist in der Mitte der Brunnen, das ist so praktisch, das Wasser immer parat und braucht nicht weite Wege gehen. Und ich kann mir einfach das besser einteilen, weil ich die Beete so machen kann, je nach Bedarf. Zum Beispiel die vorn, die Ecken. Das hat mir halt einfach so gefallen, dass das einfach ein bisschen kleinere Beete haben. Gerade für den Anfang mit dem Salat und so, da braucht man nicht so viel. Und dann habe ich halt dort das so gemacht, dass man das ein bisschen rund macht. Das haben sie ja früher in den Klostergärten auch gemacht. Und das hat mir halt einfach irgendwie gefallen, weil das mal was anderes ist. Man muss nicht immer so schnurstracks gerade Beete haben, es geht auch mal anders. Heute versorgen sich von dem Garten nur Resi und ihr Mann. Früher hat einmal eine ganze Großfamilie davon gelebt. Wir haben einen reinen Nutzgarten gebraucht, weil wir einfach für die ganze Familie Gemüse und alles aus dem Garten rausgeholt haben, das ganze Jahr. Also die Bohnen sind eingefroren worden, die roten Rüben haben wir eingemacht und dann haben wir Kraut gehabt, haben wir extra einen Krautkeller, Kartoffeln haben wir auch dann drin gehabt. Und dann hat man den ganzen Winter eigentlich eine vitaminreiche Kost gehabt. Zur Landwirtschaft der Eisners gehören etwa 27 Hektar Felder und Wiesen. Das Ehepaar betreibt den Hof allein und ohne fremde Hilfe. Im Sommer, wenn's Heumachen ansteht und im Garten alles blüht, sind die Tage oft anstrengend für die beiden.
In Rente gehen kann Franz Eisner nicht. Es fehlt ein Hoferbe. Das ist eigentlich wirklich schade. Sachen, das ist ja heute nicht einmal, es ist ja oft Sachen, die Generationen aufgebaut haben, mit Fleiß und Schweiß, wenn man so sagt. Und jetzt fährst du einmal nächstes mit dem Klump. Mitte Juni hat Resi Eisner viel zu tun. Die Rosen stehen in voller Blüte. Resi liebt sie in allen nur möglichen Farben. Die Rosen sind nicht einfach sowas für schön. Das ist für mich die schönste Blume. Also, weil wenn man das so sieht, die Rose ist dem Buch zu vergleichen. Weil sie öffnet dem Leser das Herz, wenn er es Blatt für Blatt betrachtet. Und so geht es mir halt einfach jetzt mal, wenn so eine Blüte aufgeht. Da sind so viele Blütenblätter drin und er riecht dann auch so gut. Das ist halt einfach was besonders Schönes, eine Rose. Ich bin halt einfach aus einer großen Familie, ich bin das immer gewohnt, für andere da zu sein. Und wenn man das so drinnen hat, dann hat man das eigentlich seinen Lebtag drinnen. Und jetzt sind die Kinder sind aus einem Haus und jetzt sind halt die Pflanzen, die, und die Blume und der Garten, die wir auch brauchen. Die brauchen mich einfach, ja. Die brauchen, dass ich mich um einen kümmert. Dass ich es versorge, dass es sich, wenn es einer schlecht geht, dass ich, ja, man geht einfach dann trocken haben oder Wasser brauchen und einfach eine Pflege brauchen. Es ist natürlich nicht so ein Vergleich wie Kinder, aber es ist halt so ein bisschen ein Ersatz. Und so finde ich halt auch da mehr Sinn im Leben dann. Auch der Gartenzaun hat eine besondere Bedeutung. Ihr Mann Franz hat ihn nach Resis Anleitung gebaut. Ein Zaun gehört deshalb zum Bauerngarten, weil das eigentlich von früher her schon ein umgärteter Raum war. Und früher sind ja so viele Tiere, man hat Hühner gehabt und viele Wildtiere, Rehe, alles ist zum Bauernhof gekommen. Und durch das hat man dann den Zaun gemacht, damit das ein bisschen ein geschützter Raum ist. Und ich habe mir halt gedacht, ich mache das so, ich mache die Sonntage her und die Namenstage und Geburtstage von den Kindern, die sind dann nieder und haben dann ein Loch. Und das haben wir aber dann erst genau auszählen müssen, also auszählen müssen, ob es überhaupt rausgeht mit der Länge vom Zaun. Das sind 52 Wochen. 365 Latten. Aus den jungen Trieben der Fichten bereitet Resi einen Hustensaft für den Winter zu. Das Rezept dafür ist einfach und hat sich bewährt. Zu den Fichtennadeln braucht es nur zwei weitere Zutaten: Kandiszucker und hochprozentigen Schnaps. Dieses Hausmittel ist sehr gut bei Bronchitis oder Husten. Also mein Mann hat da einen ganz großen Erfolg gehabt. Also der schwört drauf. Der hat immer einen chronischen Husten gehabt, der hat den ganzen Winter immer Husten gehabt, immer so einen Reizhusten und hat ihn nicht weggebracht mit nichts. Und dann hat er das probiert und hat das jeden Tag auf die Nacht vor dem Bett gehen, hat er so ein Stamperl getrunken oder er hat es dann in Tee rein und dann ist er ins Bett gegangen, dann hat er durchschlafen können. Also der heilt wirklich von innen raus. Und das sind die ätherischen Öle von den Fichtenspitzen.
Ich sage immer, der Garten ist meine Apotheke, da gehe ich raus. Und wenn es mir schlecht geht, dann sehe ich wieder was, ein paar Kräuterl oder was, nehme das mit einer und sage, gut, es geht schon wieder. Mein ganzer Lebensinhalt waren ja meine Kinder und die Zukunft vom Hof. Das waren die Kinder und die Burma, die sind ja eigentlich recht tüchtig gewesen. Und das war hat so schön hergeschaut, dass einer einen Hof übernimmt und einer hat studiert. Und dann ist das so plötzlich eingebrochen, einer ist krank geworden. Und damals, muss ich sagen, da habe ich auch noch nicht den Mut gehabt und da habe ich an nichts mehr Freude gehabt. Das muss ich sagen. Das hat schon wirklich jahrelang gedauert, bis an das wieder ein bisschen, dass man wieder zum Leben zurückgefunden hat. Weil man ist da direkt mit den Kindern auch im Grab und in ganz unten. Vor 30 Jahren starb ihr jüngster Sohn an Leukämie. Kurz darauf verunglückte der zweite Sohn tödlich. Nur das mittlere Kind, ihre Tochter, blieb von Resis drei Kindern am Leben. Und das Einzige, was man halt wieder drüber geholfen hat, das waren halt dann, wie wir den Garten wieder neu gemacht haben, da ist in mir wieder aufgeblüht, dass ich einfach gesagt habe, das ist auch was Schönes zum Leben. Also, jetzt brauche ich einfach wieder was. Das hat mich einfach aufgebaut und hat mich einfach gebraucht. Die ganzen Blumen brauchen mich und so. Man darf sie einfach nicht aufgeben. Ich habe gemerkt, dass einfach das Leben, das hat dann auch mal keinen Sinn nicht mehr, wenn man dann so allein ist und lässt sie so gehen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche wieder was, was mir einfach wieder gut tut und was mir wieder an die Hecht bringt. Und das hat mir wirklich auch wieder viel Kraft gegeben. Das einmal, die ganze Fülle, dass das Ganze einmal eine Form kriegt. Für die Kirche, da nimmt man immer so Farben, die sind entweder Marienpflanzen, das ist das Blau, oder dann, was zur Kirche gehört, das ist das Gelb, das ist die Zugehörigkeit zu einer Kirche. Dann das Rot, das ist ein Zeichen zu beirrt den Heiligen Geist. Also das ist das Rot. Das ist das Zeichen der Liebe. Dass ich halt einfach die Liebe habe zu der Kirche. Und dann das Weiß gehört dann auch unbedingt dazu. Das ist das Zeichen der Reinheit. Den Schlüssel für die St. Leonard-Kirche in Hilperting hat sich Resi vom Mesner geholt. Im Sommer, wenn im eigenen Garten alles im Überfluss wächst, übernimmt sie den Blumenschmuck. Die Natur, dass wieder alles aufgeht im Frühjahr, da wächst wieder alles, da kommt wieder alles aus dem Boden raus, es geht wieder weiter, es ist wieder ein neues Leben da und es geht aufwärts. Und es ist nicht allein mein Verdienst, dass wieder alles wächst, sondern einfach, ich habe das Vertrauen, dass der Herrgott auch seinen Segen dazu gibt, dass wieder alles schön gedeiht und dass alles zu Ehren, zur Ehre ist. Nicht bloß für mich, also, aber das gibt mir einfach so viel Kraft, dass ich sage, die Natur ist sowas von schön und so vielfältig, dass ich sage, es ist was Wunderbares, wenn man mit der Natur zusammenarbeiten darf. Gut versteckt im Tal liegt der alte Einödhof in Adelkofen bei Landshut. Das Bauernhaus samt Scheune steht einsam am Waldrand. Musik.
Vor über 40 Jahren haben Inge Glasauer und ihr Mann Rudolf den alten Hof als Ferienhaus gekauft. Mit ihren zwei Kindern verbrachten sie hier anfangs nur die Wochenenden. Später zogen sie ganz aufs Land. Ja, wir haben in der Stadt an einer sehr, sehr befahrenen Straße gewohnt. Wir hatten dort auch einen sehr schönen Garten, aber dort war halt die Straße daneben und die Geräusche und vor allem auch die Gerüche, Dieselgestank und so weiter, das konnte man einfach nicht ausschalten. Es war wirklich so, dass wir uns eigentlich etwas Kleineres, etwas ja, weniger Arbeitsaufwendiges vorgestellt hatten. Aber es war halt dann so und wir haben uns vom ersten Moment hier wohlgefühlt. Und wir wussten, wie wir hier leben wollten. Wir wussten, was wir für den Rest unseres Lebens wollen. Und so haben wir es uns eingerichtet. Eine Entscheidung aus dem Bauch. Völlig eigentlich der Vernunft und dem Verstand entgegengesetzt. Die Schönheit des Platzes war natürlich erkennbar. Die Schönheit des Hauses, da hat man einige Fantasie dazu gebraucht. Aber die hatten wir. Und vor allem habe ich ganz sicher gewusst, wenn mein Mann sowas in Angriff nimmt, dann wird's was. Es gibt zwei Schritte, die man als erstes unternehmen muss, dass von unten her nicht feucht sind und oben nicht reinregnet. Das ist das Wichtigste. Und dann kann man sich Zeit lassen, aber das ist wichtig. Das haben wir schon geahnt, dass da ein Gebälk drunter ist. Wie es natürlich dann im Endeffekt aussieht, das sieht man erst, wenn es freigelegt ist. Man erlebt ja da sowieso viele Überraschungen bei so einem Umbau. Das kann man nicht sagen, jetzt das und das wird so und so gemacht, sondern da muss man sich halt darauf einstellen, auf die Gegebenheiten. Und beim Gebälk, ja, da haben wir halt angefangen, das erst runter zu kratzen. Dann haben wir gesehen, also da wären wir ewig nicht fertig. Dann habe ich es sandstrahlen lassen. Dann war ich auch wieder enttäuscht, weil die Holzfaser so aufgerissen war. Und dann habe ich mir eine Bohrmaschine mit so einer rotierenden Stahlbürste gekauft und habe dann ein paar Wochen lang nichts anderes gemacht, als wie dann das abgebürstet. Der Maurer, der mir am Anfang geholfen hat, ja, wie der dann rausgekommen ist, hat er gesagt, wie kann man bloß so blöd sein, sich eine Arbeit kaufen? Das, ja. Und dann hat er immer gesagt, Rudi Zins, oh, hat er gesagt, Rudi Zins, oh. Die Glasauers gaben dem Hof wieder sein ursprüngliches Aussehen zurück. Dann planten sie den Garten, erweiterten ihn um einen Rosengarten. Für englische Rosen war es im Tal aber zu kühl. Nur robustere Wildrosen und alte Bauernrosen wachsen hier gut. Also den Garten hier gab es noch überhaupt nicht. Und vor, wie wir es vorgefunden haben, war natürlich weder der Buchs da, der Brunnen war schon da, das heißt, der Behälter nicht, aber das Brunnenrohr war da, sodass man hier auch Wasser rauslaufen lassen konnte. Und in dem Garten haben wir aber nur Zwiebel und Erdbeeren vorgefunden. Keine einzige Blume, das ist ganz seltsam gewesen, für einen Bauerngarten oder für einen ländlichen Garten rundherum nirgends eine Zierpflanze.
Sie dürfen hier praktisch noch einen Aufwand nicht fragen. Das ist mit dem ganzen Hausrestaurierung so. Und das, ja. Die Zeit, das muss man als Lebensaufgabe betrachten. Wenn Sie das alles bezahlen müssten, also wir hätten es nicht finanzieren können. Also wir haben halt sehr viel selbst gemacht. Und das immer wieder, wenn wir Zeit und Geld hatten. Und wenn wir keins hatten, hat man aufgehört. Und deshalb hat es eben auch relativ lang gedauert. Wir haben immer gesagt, wir wollen daraus kein Museum machen und das, ja. Und wir wollen aber den Charakter des Ganzen erhalten. Was wir auch nicht wollen, ist, dass das Haus zu jodeln beginnt oder der Zaun zu jodeln beginnt, weil was man da zum Teil sieht, das ist ja auch das ist brutal halt. Gerade mit den, zum Teil mit den Kunststoffzäunen. Aus den Äpfeln der Streuobstwiese hinter dem Haus keltern die Glasauers ihren eigenen Most. Eine Bekannte riet Inge Glasauer, die Mostreste nicht wegzuschütten und aus dem abgestandenen Most Apfelessig zu machen. Mindestens 3 Monate dauert es, bis der Alkohol zu Essig vergärt. Bis dahin ist er ungenießbar. Erst wenn der Apfelessig fertig gereift ist, schmeckt er angenehm fruchtig und mild. Zum Gären stellt Inge Glasauer ihre Essiggläser ans Fenster der Werkstatt. Hier stören sie nicht und sind auch im Winter vor Frost geschützt. Der Garten fügt sich unauffällig in die Landschaft ein. Er endet nicht am Gartenzaun. Die Wiesen rund um den Hof gehören dazu. Ich habe halt das immer schon als Lebensaufgabe gesehen. Und vor allen Dingen, dass die Frau mitmacht. Und das, ja. Wir haben so und so viele Fälle erlebt. Einer allein kann das nicht. Und da muss man zusammenhalten. Und das muss beiden Spaß machen. Und uns macht es bis heute Spaß. Also ich habe nie einen Zeitpunkt erlebt, wo ich gesagt habe, nee, hätte ich bloß das nicht gemacht. Und nur dann geht sowas. Wir haben es auch im Bekanntenkreis schon erlebt, dass Leute aufs Land gezogen sind und nach einigen Jahren eben wieder in die Stadt zurückgezogen sind. Da kommt so Verschiedenes zusammen, weil manches ist ja dann doch nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. Nur glaube ich, dass sich viele Leute nach etwas sehnen, wovon sie nichts wissen. Und wie man so schön sagt, das muss man mögen. Und wenn man es nicht mag, dann muss es bleiben lassen.
Mindestens 15 Sorten Gelee und Marmelade kocht sie jeden Sommer ein. Es gibt immer reichlich Obst zu ernten. Der Bauerngarten ist nach wie vor auch ein guter Nutzgarten. Gemüse und Salat kauft Inge Glasauer, wenn überhaupt, meist nur im Winter. Wenn Sie sich die berühmten Gärten anschauen, und das, die sind alle sehr alt geworden, die mussten alt werden, ja, sonst hätten sie es manches nicht erlebt. Und bei uns ist es ja auch so, wenn wir jetzt was pflanzen, so wie wir es uns vorstellen, und das gelingt auch nicht immer auf Anhieb. Als richtiger Gartennarrgartenliebhaber, oder wie man das schon nennen muss, kann man ja nicht sagen, ich lasse mir einfach von jemandem helfen. Ich muss das meiste selber machen. Solange wir es schaffen, wir beide, ja, meine Frau ist ja genauso tätig im Garten wie ich, und das versuchen wir es beide zu machen. Wenn es nicht mehr klappt, müssen wir uns entschließen, wir geben den Garten wieder der Natur zurück. Auch das ist eine Möglichkeit. Ich meine, dann wächst halt alles Mögliche wieder, und man muss sich halt dann ein bisschen bescheiden. Der Weg in den Garten führt über die Mosach. Wie eine Insel ist der Bauerngarten der Preisingers auf allen Seiten von Wasser umgeben. Früher war hier nur eine Sumpfwiese, auf der die Kühe weideten. Ein neuer Garten entstand erst, als Bettina Preisinger auf den Hof in Tuntenhausen heiratete. Ja, ich denke mal, der Garten ist eigentlich im Großen und Ganzen nur mein Bereich. Also grundsätzlich habe ich den so geschaffen, wie ich den haben wollte. Und was schon ist, wenn man da neu herheiratet, man muss sich einmal bestätigen oder bewähren eigentlich. Weil jeder schaut dann doch, ja, was macht jetzt die Junge und so, ist das schon was Gescheites, gell? Und ich denke mal, das habe ich eigentlich jetzt schon geschafft. Wenn jetzt schon ein fertiger Garten da gewesen wäre und ich hätte ihn jetzt praktisch nur noch übernehmen müssen, dann kann man sich nicht so entfalten und kann man das nicht so machen, wie man eigentlich selber möchte. Das ist der Vorteil, wenn nichts da ist. Auch ihren 5 Kindern soll der Garten etwas bieten. Matthias und Philomena, die 2 Jüngsten, verbringen ihre Nachmittage meist zu Hause bei der Mutter. Na? Ja? Zum Spielen mit den Kindern bleibt Bettina Preisinger wenig Zeit. Sie hat Haus und Garten zu versorgen. Da hat man halt geschaut, dass Spielgeräte da sind. Ich habe nebenbei mehr Arbeit machen können und das Kind hat spielen können. Und was halt bei uns auch so ist, mit der Landwirtschaft ist man okay, man kann nicht so einen Urlaub fahren. Jetzt musst du halt schauen, dass die Kinder da was bieten kannst. So wie da die Kinder ein Boot fahren, die Kinder schwimmen, die Kinder Zelteln, Lagerfeuer machen. Dass das halt einfach ein bisschen interessant ist noch, gell? Die Preisinger sind Landwirte im Vollerwerb. Sie bauen Dinkel und Emmer, eine alte Weizensorte, an und halten auf ihrem biologisch dynamischen Hof rund 30 Milchkühe und 30 Stück Jungvieh.
nicht darunter. Matthias versorgt die Laufenteneier im Brutkasten ganz allein. Vielleicht schlüpfen heute so 3, 5 Ehe. Und Wasser ist hier ganz wichtig, sonst trocknen es aus. Hier ist Wasser drin. Und umdrehen, dass überall Wärme hinkommt. Mit der Hofübernahme haben mein Mann und ich also direkt von neu angefangen. Alles anders wie die Eltern praktisch. Also wir haben dann gleich umgestellt auf biologisch und haben praktisch alles neu gemacht. Also wir haben mit dem Stall bauen und es ist, also wir haben da nicht übernommen jetzt in dem Sinn, sondern richtig neu angefangen. Es ist schon ein natürlicher Garten. Aber er muss auch ordentlich sein. Also das ist jetzt so, das spiegelt jetzt mich wieder. Also an sich will ich schon, dass alles immer sauber ist und gepflegt ist, nicht irgendwo verwildert. Es ist jetzt ein biologischer Garten und es sollen eben auch Schmetterlinge und Bienen und sich Hummeln wohlfühlen, gell? Und das musst du halt ein bisschen ausprobieren dann. Also gießen tue ich ja meinen Garten gar nicht. Es muss bei mir dann schon pflegeleicht sein und ich muss halt schon schauen, dass ich regelmäßig einfach aufhackeln tue zur Bodenlockerung und dass halt das Wasser nicht so verdunstet, das drinnen ist im Boden. Also da muss man eigentlich schon dahinter sein. Auch das Verwelkte wieder weg da, weil sonst hat man nur Schnecken und macht eigentlich mehr Schaden dann wieder. Gell. Zum Düngen nimmt Bettina Preisinger nur Kuhmist. Kunstdünger und Spritzmittel lehnt sie ab. Außerdem achtet sie auf den Mond. Bettina Preisinger pflanzt und sät Fruchtpflanzen wie Tomaten, Gurken oder Kürbisse, bevorzugt bei zunehmendem Mond. Immer dann, wenn der Mond im Tierkreiszeichen Widder, Löwe oder Schütze steht. Ich denke mal, so ein Garten gehört einfach dazu. Also das, erstens mag ich es gern machen. Und ja, und für die Kinder ist es wichtig, dass die sehen, wie man alles, wie man was ansaht und wie das wächst und wie man dann auch das essen kann und verarbeiten kann, gell? Matthias, gibst du mir die Kürbis, wenn ich die. Ist alles, oder? Das ist wurscht. Ja. Ich nehme jetzt sie gleich mit, Matthias, und die gibst du mir, okay? Schau her, Philomena, du kannst die Äpfel sammeln. Die Kinder mögen das auch, ja. Und ich glaube, der Moment, wo sie es schätzen, kommt auch erst später. Wenn einer das bewusst ist, dass das andere Kinder jetzt nicht so haben. Die dürfen einmal laut sein, weil es halt niemand stört und so. Ja, bei mir war das jetzt nicht so. Also wir haben lange in einer Mietswohnung gewohnt. Und da hast du immer leise sein müssen, dass der Nachbar nichts hört. Und hast einfach den Platz nicht gehabt. Aber bei mir fehlt jetzt so der typische Gartenzaun, wo eigentlich zum richtigen Bauerngarten dazugehört. Weil ich mir eigentlich keine Grenzen setzen will. Also wir haben den Weidenzaun gemacht wegen dem Wasser, dass die Kinder nicht reinfallen. Aber ich denke mir, sonst brauche ich den Zaun jetzt da nicht. Die ganze Weite wollte ich offen lassen. Der Zaun wird ja oft eben als Grenze gemacht zum Nachbarn und das fällt ja bei uns jetzt auch nicht an. Und es wird einem auch bewusster, wie viel Platz man eigentlich hat. Gell? Und wenn ich sage, das rundherum gehört alles uns, also das ist dann schon toll auch.
Den Garten hat Bettina Preisinger aus dem Nichts angelegt. Hinterm Stall baute die Familie auch ihr neues Wohnhaus. Dabei wäre im alten Hofgebäude genug Platz gewesen. Bei uns hat das Alt und Jung hat nicht so hingehaut. Wir sind eben aus dem Bauernhaus rausgezogen nach einem Jahr, haben uns da das über der Garage ausgebaut. Aber ja, da war dann einfach die Situation schon so verfahren und ist dann nicht mehr so gut. Auf dem alten Hof lebt jetzt nur noch die Schwiegermutter. Die junge Familie wohnt nur ein paar Schritte entfernt, gleich dahinter. Von dem her kann ich heute nur jedem raten, getrennte Wohnungen von Haus aus zu machen und nicht erst warten, bis einmal ein Streit dann da ist. Gell? Das ist fertig, das Banke. Da haben wir eine schöne Bank, gell, Philomena? Bist du müde? Die Laufenten, gerade mal 2 Tage alt, haben ihr erstes Bad schon hinter sich. Tauchen und Rumpflanzen. Ich wollte es ihnen beibringen und habe versucht, und dann können sie schon schwimmen. Ganz von alleine? Mhm. Und zwar haben wir den Fischweiher gemacht und das war eine nette Geschichte. Da hat unser Ältester, da war er damals 9, mit seinem Freund haben sie einen Fisch aus der Moosach geholt. Und in dem Moment, wo sie den ausgenommen haben, den Fisch, kommt der Nachbar rüber, also das ist der Onkel von meinem Mann, und sieht das. Und dann hat er die Burma so geschimpft, weil die da schwarz gefischt haben. Gell? Und dann hat mein Mann gesagt, jetzt machen wir selber einen Fischweiher, weil die Wiesen war eh so nass. Und dann haben wir das so ausgebackert und haben uns da Fisch rein da, ja. Was tun? Was für Michi? Da. Ja, du bleibst. Soll ich Kescher holen? Nee, den großen, den wird ich erwischen. Genau, genau den. Ja, genau den. Der ist der Kuhu. Reitsprunger. Den ist der große, den wir haben. Warte, Herzzeit. Wow. Du bist ein Schläger. Da. Don't hold. Das ist tot. Hoffentlich. Jetzt muss er tot sein. Nach so viel Anglerglück muss Matthias noch schnell in den Stall zu seinen Enten. Sie sind inzwischen kaum wiederzuerkennen. Also ich denke mal, so ein Garten muss individuell sein. Das sollte richtig die Persönlichkeit von einem selber widerspiegeln jetzt. Bei uns jetzt zum Beispiel, was individuell ist, das ist jetzt, wie wir den eingepasst haben in die Landschaft mit dem Wasser und mit den Wiesen und auch dieser Spielplatz für die Kinder, dass die den Raum haben, da sich auszutoben und zum Spielen und
Es freut mich so richtig, dass ich das jetzt geschaffen habe und dass sich auch die Leute, die wo kommen und meinen Garten anschauen, dass denen das eben auch gefällt, gell?